Und da sind wir wieder zurück an einem weiteren wunderschönen Donnerstag, Travel Slam Between the Shows. Herzlich willkommen hier bei Facebook, bei YouTube, wo auch immer ihr uns zuschaut. Und ich freue mich sehr, man muss sagen, recht kurzfristig den lieben Stefan Sauer gewinnen zu können, heute uns ein bisschen was zu erzählen. Stefan, ich grüße dich. Hallo Alexander, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du so kurzfristig zusagen konntest. Ich glaube, wir haben vor 2 Tagen, vor 3 Tagen nochmal geschrieben, obwohl wir ja vor 3 Monaten schon geschrieben hatten, als ich dann merkte, dass mir das alles über den Kopf wuchs und habe dann gesagt, so nein, lass uns bitte irgendwie Stück für Stück Termine ausmachen, und dann ist jemand abgesprungen, und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du für diesen Donnerstag eingesprungen bist. Ja, mitten im Sommer muss man schon fast sagen, hier draußen tobt gerade ein kleines Wärmegewitter. Lockerungen, soweit das Auge reicht. Und wo erwische ich dich gerade? Gerade zu Hause wahrscheinlich? Genau, also ich weit kommt man ja aktuell trotzdem noch nicht, trotz Lockerungen, aber du erwischst mich natürlich an einem normalen Wochentag bei mir zu Hause hier in der Kurpfalz. In der Kurpfalz. Wo genau wohnst du nochmal? Der Ort heißt Schwetzingen. Das ist eigentlich das genau zwischen Magdeburg und Heidelberg. Richtig, ja, das ist natürlich ein Begriff. Schwetzingen ist also zumindest mir ein Begriff. Und wir haben uns damals kennengelernt. Das ist noch gar nicht so lange her. Es war der 6. Februar 2020. Also ganz kurz bevor dieser große Spaß losging, den wir gerade Corona oder Covid oder wie auch immer Pandemie nennen. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Wie komme ich jetzt hier? Siehst du mal. Jedes Mal aufs Neue ist es für mich ein großes Abenteuer, dieses Programm hier zu bedienen. Da haben wir uns kennengelernt in der wunderschönen Stadtbibliothek in Heilbronn. Das kennt man auch. Und das war übrigens unsere Premiere in Heilbronn damals. Wir waren vorher noch nie da. Wir sind aus Reutlingen gleich rübergefahren. Und da hast du uns, hier sieht man es schön an diesem Bild, da hast du einen Vortrag mitgebracht. Sehr spannend. Da wart ihr auf den Lofoten, richtig, in der Polarnacht. Das ist korrekt. Es war eine sehr dunkle Zeit, nicht nur in Heilbronn, wie man hier auf dem Foto sieht, sondern auch auf den Lofoten. War damals auch noch relativ frisch, im Dezember auf die Lofoten geflogen und haben uns mal angeschaut, wie sieht eigentlich Norwegen nördlich des Polarkreises aus, wenn die Sonne gar nicht aufgeht. Ja, und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wenn wir uns jetzt heute Abend zusammenfinden, dann ist es natürlich, also Aufzeichnung gesendet wird dieses wunderschönes Stück am 18. Juni, also morgen am Donnerstag. Wir zeichnen am Mittwoch vorher auf, 17. Juni. Das heißt, wir haben in ein paar Tagen Sommersonnenwende. Da ist mit Polarnacht momentan relativ wenig, sondern genau das Gegenteil. Und haben uns dann für heute für ein anderes Thema entschieden. Denn ihr seid natürlich nicht nur auf den Lofoten unterwegs, sondern ihr habt was man im Übrigen, wenn wir ein kleines bisschen Werbung machen wollen, auf eurem Blog, auf eurer Homepage flyawaywithme.de auch nachlesen kann. Nicht nur, dass ihr Leute für bestimmte Reisen beratet, sondern ihr seid natürlich schon in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Und deshalb wollen wir heute auch so ein bisschen around the world irgendwie sprechen, oder? Genau, also ein großes Thema für uns war immer neue Kulturen, neue Länder entdecken. Und ein großer Traum von uns war immer, wenn wir wirklich was Besonderes machen wollen, und so eine Hochzeitsreise bot sich natürlich dafür an, dann wollen wir uns mindestens 3 Monate Zeit nehmen und einmal komplett um den Globus reisen, ganz viele verschiedene Länder entdecken, Städte neu entdecken, tolle Landschaften sehen, auch mal an tollen Stränden entspannen. Das war unser großes Ziel. Ja, und dann kam die Realität. Die sah dann aus, dass man natürlich genau 30 Urlaubstage im Jahr bekommt. Und damit mussten wir dann arbeiten. Und so entstand dann die Planung zu unserer Reise in 24 Tagen um die Welt, über die ich dann heute gerne berichten würde. Ja, das ist durchaus ambitioniert. Und in 24 Tagen um die Welt, normalerweise sagen wir beim Travel Slam 15 Minuten bis zum Gong. Es hat sich scheinbar irgendwie ein kleines bisschen etabliert in diesem Between-the-Shows-Format, dass das Ganze auch schon mal ausschweifender werden kann, aber 24 Tage um die Welt klingt dennoch nach einer Menge Material. Deshalb würde ich sagen, lass uns gleich reinstarten und zeig uns ein paar Fotos und wir reden darüber. Sehr gerne. Ich glaube, du musst mir noch das Screensharing erlauben. Das ist
Probier es doch nochmal. Ja, jetzt sieht es besser aus. Es ist lustig irgendwie. Wir machen dieses Format jetzt seit 3 Monaten und Zoom denkt sich auch immer wieder was Neues aus. Sonst wird es auch langweilig, oder? Ja, was man in den Einstellungen verändern könnte, um es komplizierter zu machen. Egal. Man muss ja immer was Neues entdecken können, genau. Wunderbar. Ja, also wie schon berichtet, in 24 Tagen um die Welt ist das Motto des heutigen Tages. Tatsächlich haben wir natürlich mit den Urlaubstagen, die wir zur Verfügung hatten, versucht, eine Route zusammenzustellen, die für uns interessant war. Und da wollten wir natürlich versuchen, möglichst viele Aspekte mit reinzubringen. Das bedeutet, neue Städte zu entdecken, in Länder und auf Kontinente zu fahren, die wir noch nie erreicht haben. Das Tolle an so einem Round-the-World-Trip ist aber, dass man auch an sehr exotische Orte kommt, die von hier, von Deutschland aus, eine ewig lange Reise benötigen würde. Wenn man aber schon mal unterwegs ist und peu à peu immer weiter weg von Deutschland reist, dann sind auf einmal exotische Ziele, wie zum Beispiel den wir hier sehen, dann auch noch gar nicht mehr so weit weg, weil man sich ja immer näher Tag für Tag zu diesem Ziel bewegt. Und nichtsdestotrotz ist ja 24 Tage ist ja nichts. Ne? Also ich meine, wenn ihr euch da im Vorfeld entscheiden musstet, also ich glaube, dann sitzt man doch völlig planlos vor dieser Weltkarte und denkt sich, naja, wir haben jetzt 24 Tage, du willst ja jetzt auch nicht wie so ein japanischer Reisebus irgendwie 7 Ziele in 3 Stunden abfahren. Das muss ja wahnsinnig kompliziert sein. Also wir haben uns gedacht, lass uns Ziele auswählen, die wir beide noch nicht kennen und die uns beide faszinieren. Und wir haben hier bei uns im Wohnzimmer, das kann man im Hintergrund sagen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch 5 Millionen, oder? Bitte nochmal? Da gibt es ja wahrscheinlich auch 5 Millionen. Ja, es gibt viel zu viele. Wir haben hier so eine Scratch-Map, die kennt man vielleicht, wo man ausrubbeln kann, welche Bereiche der Welt schon mal erlebt hat. Und das war für uns so ein bisschen eine kleine Vorlage zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Und natürlich, ganz klar, ist es eine sehr, sehr viel Planung, die da reingeht, um einfach auch zu verstehen, wie kommt man jetzt von einem Ziel zum anderen. Teilweise gibt es Flüge auch nicht täglich. Das heißt, man muss auch noch gucken, an welchem Wochentag man in Deutschland los muss, damit man irgendwann auch weiterkommt. Aber das macht uns Spaß. Das ist auch Teil immer von unserer Reise, dass wir uns auch sehr reinfuchsen, wie man von A nach B kommen kann. Und das hat am Ende auch den Ausschlag gegeben, warum wir eine Route ausgewählt haben, die dann am Ende tatsächlich so aussah. Rund um die Welt, natürlich denkt man dann, dass man jeden Kontinent abklappert. Das ist in 24 Tagen natürlich nicht möglich und auch nicht sinnvoll aus meiner Sicht, weil du dann viel zu wenig Zeit für jeden einzelnen Stopp hattest. Das heißt, eine Voraussetzung war für uns, obwohl wir nur eine sehr begrenzte Zeit hatten, an jedem Stopp doch mindestens 3 volle Tage zu haben, das heißt ohne An- und Abreise. Und dadurch werden die Stops natürlich ein paar weniger. Dennoch war natürlich, wenn wir um die Welt sagen, wichtig, dass wir im Prinzip in die eine Richtung von Deutschland losfliegen und aus der anderen zurückkommen. Und das haben wir dann auch mit eingeplant. Und so sah unsere Route aus. Wir waren komplett auf der Südhalbkugel unterwegs. Das hatte den einfachen Grund, weil es im November war. Und auf der Nordhalbkugel im November, außer die Polarnacht, aber die kam ja zu einer anderen Zeit, die nicht so viel wettertechnisch möglich ist und die Tage länger sind auf der Südhalbkugel. Und deswegen haben wir uns im Prinzip auf der Südhalbkugel bewegt. Das heißt, das musst du mir nochmal erklären, weil das ist, glaube ich, bei mir auch tatsächlich untergegangen. Die Polarnacht, also Lofoten, war auch Teil dieser Reise. Die Polarnacht war ein Jahr später. Nur so, dass man im November auf der Südhalbkugel einfach längere Tage hat und mehr erleben kann. Das ist keine Frage. Ja, klar, okay. Weil es fehlt durch den Balken, weiß man nicht genau, ob da oben noch was kommt. Genau, aber da ist nichts passiert in der Reise, deswegen haben wir den mal überblendet. Da ist dann im November sowieso nur grau und regnerisch, deswegen überblenden wir den lieber mal mit einem Balken. Nee, das ist vollkommen in Ordnung, ja klar. Genau, und so ging es los, wie man hier sieht. Wir sind im Prinzip in westliche Richtung gestartet. Das heißt, es geht, wie man hier auch auf der Karte sieht, los in Argentinien. Und dann immer peu à peu westwärts durch den Pazifik, bis man da tatsächlich in Neuseeland unterwegs war. Und dann gehen wir direkt rein. Der erste Stopp, wie schon hier auf der Karte zu sehen, ist Buenos Aires in Argentinien. Der übrigens längste Flug der Lufthansa von Frankfurt nach Buenos Aires, 14 Stunden nonstop über Nacht. Das heißt, man fliegt eigentlich schon sehr groggy 10 Uhr abends los in Frankfurt und kommt dann schön um 6 Uhr morgens in der Hauptstadt von Argentinien an. Ist natürlich ein bisschen fertig und wie man es eigentlich aus Europa kennt, haben wir uns eigentlich schon darauf eingestellt, naja, jetzt kommt man da an, Hotelzimmer ist noch nicht fertig, wir müssen uns ein bisschen durch den Tag durchkämpfen, aber
wir waren total überrascht und begeistert. Wir waren um 8 Uhr morgens im Hotel. Ja, natürlich ist das Zimmer schon fertig. Hat natürlich schon mal super gestartet. Was ich auch jedem empfehlen kann, was wir auch gemacht haben direkt am ersten Tag, wir haben uns einen Tourguide geschnappt, der mit uns zu Fuß durch die Innenstadt von Buenos Aires gelaufen ist. Denn so ein Tourguide erklärt einem nicht nur viel über die Stadt und was es hier zu sehen gibt, sondern er gibt auch sehr viele hilfreiche Tipps, was man in der Stadt machen kann, wie man sich in der Stadt fortbewegt. Und gerade wenn man, wie bei uns, komplett neu in Lateinamerika war, waren vielleicht auch so ein paar Vorurteile dabei, die man über Südamerika hat. Das heißt, einer der ersten Tipps, die er gegeben hat, ist, wie man ein Taxi ruft und wie man ein sicheres Taxi ruft, auch in Buenos Aires. Und dass es total normal ist, wenn einem das Taxi nicht geheuer ist, dass man ihm auch sagt, fahr weiter, ich nehme ein anderes. Solche Dinge sind nicht nur toll, weil man, wie gesagt, viel über die Stadt lernt, sondern eben auch noch sich gewappnet fühlt für die Tage, die man dann auf eigene Faust in der Stadt unterwegs ist. Wenn man sich Buenos Aires anguckt, wir sind dann mit dem Guide durch die historische Altstadt von Buenos Aires gegangen. Um ehrlich zu sein, viel hat uns die Stadt vorher nicht gesagt, aber tatsächlich sehr überrascht über die Architektur, wie man hier schon sieht. Ja. Oder auch die große Prachtpromenade von Buenos Aires. Man fühlt sich eigentlich wie in Europa. So eine Mischung aus Paris, Madrid und vielleicht Italien. Hat natürlich auch viel mit den Einwanderern aus Südeuropa zu tun. An dem ersten Tag, wo man auch groggy vom Flug ist, denkt man sich vielleicht, wozu bin ich eigentlich 14 Stunden im Flieger gesessen, wenn es am Ende so aussieht wie in Madrid oder in Barcelona. Aber es ist absolut mitreißend, diese Lebendigkeit der Stadt, die Leute, viel findet auf der Straße statt, überall ist was los, Leute sitzen draußen in Cafés und obwohl es mitten in der Woche war, war immer so eine Art Wochenendstimmung, wie man sie in Europa auch kennt. Man lernt auch so ein bisschen über die Kultur, das heißt, wie auch die Spanier und vor allen Dingen in Buenos Aires auch die Italiener im 19. und 20. Jahrhundert nach Argentinien und gerade nach Buenos Aires ausgewandert sind und hier im Prinzip ihre eigene Communities gegründet haben. Und es gibt hier auch noch sehr alte Apotheken, Büchereien zu entdecken, die man in Lateinamerika so, gerade im europäischen Stil, vielleicht gar nicht so erwarten würde, sondern eher vielleicht nach Spanien oder Italien oder nach Frankreich stecken würde. Hattet ihr denn für die 3 Tage dort, wenn du sagst, wir hatten da keinen wirklichen Bezug zu der Stadt, hattet ihr irgendwas im Vorfeld, wo ihr sagtet, okay, wir sind jetzt nur 3 Tage da, das und das wollen wir auf jeden Fall gesehen haben oder habt ihr einfach die Stadt auf euch zukommen lassen? Ein bisschen ein Mix. Also du möchtest natürlich nicht komplett unbedarft reingehen, vor allen Dingen, weil unsere Spanischkenntnisse jetzt auch nicht so super sind, dass man sich da komplett durchschlagen könnte. Das heißt, wir haben uns einen Tag gegönnt, mit dem Guide uns die Altstadt anzugucken, das tatsächliche Stadtzentrum. Und hatten am zweiten Tag dann uns geplant, einen Ausflug zu machen aus der Stadt raus, dass wir nicht 3 Tage am Stück in der Stadt selber bleiben. Mhm. Und das wäre auch schon der nächste Tag jetzt hier gewesen. Denn wir haben einen kleinen Tagesausflug in ein anderes Land gemacht. Das klingt jetzt gerade tausende Kilometer von zu Hause entfernt sehr aufregend und optimistisch. Aber tatsächlich ist es relativ einfach möglich, denn Buenos Aires liegt am Südufer des Rio de la Plata. Und man kann mit der Fähre, das dauert ungefähr 1 Stunde, rüberfahren und ist dann in Uruguay. Das heißt, es ist wie am Flughafen, man reist aus Argentinien, man reist ein nach Uruguay und ist dann in der Stadt Colonia del Sacramento, Weltkulturerbe. Ganz, ganz schnuckelige Altstadt, alles sieht hier so aus mit bunten Häusern, Kopfsteinpflaster. Einfach auch ein tolles Kontrastprogramm zu dieser lebendigen Metropole von Buenos Aires. Das ist ein weiterer Tag gewesen, den wir in Buenos Aires verbracht haben. Das heißt, morgens raus nach Uruguay und abends wieder zurück in die Hauptstadt. Was da unten auch problemlos möglich ist, oder? Das war überhaupt kein Problem. Offiziell gibt es in Uruguay zwar eine andere Währung, aber die sind dort schon so auf die Tagestouristen aus Buenos Aires eingestellt, dass es auch mit argentinischen Pesos geht und ist eine relativ bekannte Nummer, dass man diesen Tagesausflug dann nach Colonia macht. Okay. Der dritte Tag sind wir dann aus dem Stadtzentrum rausgegangen und haben uns dann ein bisschen mehr mit den Vororten beschäftigt. Ein Vorort nennt sich La Boca. Das sieht dann schon nicht mehr so europäisch aus. Ein quietschbunter Stadtteil. Natürlich auch ein bisschen touristisch. Wir hatten uns vorgenommen, wir gehen hier in diesen tollen Häusern irgendwo Mittagessen, hatten uns aber zum Ziel gesetzt, in keinem Laden Mittagessen zu gehen, wo es eine Tango-Show gab, weil die kann man irgendwo sehen und das war uns dann zu touristisch.
Ende des Lieds war es, wir mussten hungrig wieder abziehen, weil es gab keinen einzigen Laden, der keine Tango-Show angeboten hatte. So touristisch wurde es dann teilweise auch. Aber ganz anderes Flair als in der Innenstadt, weil auch einfach die Häuser und die Umgebung natürlich ganz anders aussahen. Und La Boca, wenn man Fußballfan ist, das Wort Boca kennt man ja vielleicht auch noch. Steht natürlich auch genau für den Fußball, der auch hier im Vorort natürlich omnipräsent ist. Und ich als Fußballfan habe mich dann auch durchgesetzt, obwohl es die Hochzeitsreise war, dann doch mal, dass wir das Stadion der Boca Juniors besichtigen konnten, weil wir in Europa ja gar nicht so viel mitbekommen vom südamerikanischen Fußball. Immer nur, dass das sehr eng ist und sehr steile Tribünen, und das wollten wir dann auch einfach mal mit eigenem Auge sehen. Ganz interessant ist, wenn man in dieses Stadion geht, man kann da eben auch, wenn kein Spieltag ist, für einen kleinen Eintritt reingehen und hat dann Zutritt zum Museum des Vereins. Eigentlich wollten wir nur da rein, um einfach mal hier draußen stehen zu können, sind aber natürlich doch nochmal kurz durch dieses Museum gegangen. Und als gebürtiger Mönchengladbacher bin ich ja fast umgefallen, als ich dann vor der Vitrine stand und gesehen habe, dass ein Wimpel von meiner Borussia da lag. Und tatsächlich haben sie anscheinend in den 70er Jahren da schon mal gespielt und daher dann auch den Wimpel ausgetauscht. Und der liegt jetzt in Buenos Aires dort im Museum. Wahnsinn. Ja. Also für mich natürlich das Highlight. Eigentlich hätten wir auch wieder einpacken können und nach Hause fahren, weil was konnte es beim Round the World Besseres geben, als in Argentinien einen Borussia Mönchengladbach-Wimpel zu bekommen? Meine Frau hat es nicht gesehen. Da würde mir als Dortmund-Fan noch einiges einfallen, aber ich gönne dir das von Herzen. Genau, also das war 3 Tage Buenos Aires. Um ehrlich zu sein, für so einen Städtebesuch sind für mich immer 3 Tage auch ausreichend, weil am Ende, man kann natürlich immer mehr entdecken, aber am Ende ist man viel zu Fuß unterwegs, viel auf Beton unterwegs, dann ist es auch schön, wenn man dann nach 3 Tagen so einen Eindruck bekommen hat. Richtig Argentinien kennenlernen kann man in so kurzer Zeit sowieso nicht. Mhm. Deswegen haben wir uns nochmal einen schönen Abend ausklingen lassen hier in Puerto Madero. Das ist so ein bisschen das Flanierviertel, der alte Hafen von Buenos Aires, auch mit dem Wahrzeichen der Stadt hier. Und es ging dann am nächsten Tag schon weiter in den Flieger auf die andere Seite Südamerikas nach Santiago de Chile. Man verbringt ungefähr 1 Stunde im Flieger und 3,5 Stunden in der Schlange bei der Passkontrolle. Obwohl die Länder eigentlich so nah aneinander sind, sind sie doch sehr unterschiedlich. Was das Bürokratische angeht, ist es in Chile immer etwas gemütlicher vonstatten gegangen. Also dann brauchte man sehr viel Geduld. Interessanterweise war die Stadt selber, kann man besser mit Englisch zu Rande als in Buenos Aires selbst. Das fand ich ganz interessant, weil ich eigentlich Buenos Aires als die Metropole im Kopf hatte und Santiago dann doch eher etwas als kleiner im Kopf. Aber wir hatten diesen einen Fall, als wir dann wieder in ein Restaurant in Santiago gegangen sind und wollten was zum Mitnehmen bestellen und hatten wieder die Karte in der Hand und haben versucht herauszufinden, was diese spanischen Wörter bedeuten und mit Google Translate. Und irgendwann haben uns die beiden Kellner, die uns so ein bisschen mitleidig beobachtet hatten, dann angesprochen, ob wir nicht auch mal in die englische Karte gucken wollten, was wir aus Buenos Aires gar nicht mehr gewohnt waren und daher gar nicht danach gefragt hatten. Da war uns ein bisschen peinlich, dass wir da uns versucht haben, damit Spanisch durchzuschlagen, wo es in Santiago doch anscheinend etwas einfacher war, auf Englisch zustande zu kommen. Santiago als Stadt, schon ein bisschen anders als Buenos Aires. Es ist alles ein bisschen kleiner, es ist alles ein bisschen auch landschaftlicher. Man kennt natürlich dieses Bild, was man hier sieht, mit den Anden im Hintergrund. Ansonsten ist es aber eine relativ ruhige Stadt. Für uns vielleicht etwas zu ruhige Stadt. Das hat aber mit der Stadt nichts zu tun, sondern mit dem Datum. Wir waren nämlich am 1. November in der Stadt unterwegs. Der 1. November ist eigentlich als Allerheiligen bekannt, aber vielen auch eher als der Katertag nach Halloween. Mhm. Und Halloween ist ein Riesending in Chile, was wir vorher nicht gewusst hatten. Deswegen waren wir fast allein in der Stadt unterwegs. Alle anderen haben ihren Rausch noch ausgeschlafen nach der Halloween-Feier. Ist das da so extrem wie auch Mexiko oder so? Ja, also man hat schon gesehen, dass am Vorabend da richtig die Post abging. Wir waren ein bisschen außerhalb mit unserem Hotel, sind dann aber in die Szeneviertel dann am nächsten Tag gegangen. Und da hat man schon gesehen, das sieht so ein bisschen aus wie Karnevalsfeiern im Rheinland, wenn dann am Tag danach die Kehrmaschine kommt und versucht, da das Beste wieder rauszuholen. Okay. Das war schon ein großes Ding dort. Ja. Was es in Santiago auch gibt, ist dieser sehr berühmte Cerro San Cristobal. Das ist so ein Hügel, der sich einmal komplett durch die Stadt fast zieht. Von dort hat man eine schöne Aussicht auf die ganze Stadt, aber eben auch auf die Anden im Hintergrund. Eine schöne Wanderung dort oben hin, dass man auch so ein bisschen aus der Innenstadt herauskommt. Und die Anden sind natürlich das, wofür Chile steht. Deswegen haben wir uns auch einen Tagesausflug gegönnt in die Anden.
Da kommen wir dann später im Bonusteil zu, wie ein Wandertagesausflug in die Anden aussehen oder auch nicht aussehen kann. Da vielleicht schon ein kleiner Vorgriff auf unserem kleinen Bonusteil später. Sonntag. Sonntag, genau. Ja, und auch das waren schon wieder 3 Tage in Santiago. Die Zeit vergeht natürlich sehr, sehr schnell, aber es sind so kleine Kurzurlaube. Jeder Stopp hat natürlich ein anderes Flair und dadurch hast du eigentlich so 3-tägige Kurzurlaube, die ja dann mit ein paar Flügen natürlich, die aber nicht allzu lang sind. Das waren jetzt 1 Stunde von Buenos Aires nach Santiago. Mhm. Und dann ging es eben auch weiter für den nächsten 3-Tage-Stint auf die Osterinsel. Vielleicht die Insel, die am weitesten entfernt ist von Deutschland, kilometertechnisch natürlich nicht, aber flugstundentechnisch, weil man ja schon ein paar Mal umsteigen muss. Eine ganz spannende Insel, weil sehr exotisch, nicht nur geografisch, sondern auch andere Dinge, die dort mitspielen. Die Kultur, dass dort eigentlich mehr Touristen als Einheimische sind, aber doch jedem eigentlich irgendwie bekannt. Das Spannende ist, wenn man dorthin fliegt, man fliegt in Santiago los und fliegt 6 Stunden über den Pazifik. Man sieht in diesen 6 Stunden nichts als Wasser und peilt dann diese Insel an. Und wenn man auf dieser Insel steht und aufs Wasser guckt und sich überlegt, dass der nächste Flughafen ist 3500 Kilometer entfernt, die nächste Zivilisation liegt über 2000 Kilometer entfernt und diese Zivilisation ist Pitcairn, also das ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, dann merkt man, wie weit weg man eigentlich von allem anderen sein kann. Das war schon sehr beeindruckend eigentlich, allein von der Hinsicht her. Wenn man sich die Karte der Osterinsel anguckt, dann oft nennt man ja das die Osterinseln, das ist aber gar keine Inselgruppe, haben wir auch gelernt, das ist eine einzige Insel. Und die ist auch nicht wirklich groß. Wenn man hier so mal links unten ins Eck der Karte guckt, dann sieht man diesen weißen geraden Strich hier. Das ist die Landebahn des Flughafens. Die geht im Prinzip einmal von der Westküste zur Ostküste rüber. Mhm. Und dann weiß man ungefähr, wie groß diese Insel eigentlich sein kann. Es ist nicht wirklich groß, wie man sieht. Also man braucht daher auch keine 2 Wochen. Das ist auch das Schöne an diesem Round-the-World-Trip gewesen. Du fliegst nicht noch von Deutschland auf die Osterinsel und wieder zurück. Das, ja, okay, das stimmt. Ja. Von der Reisezeit her. Genau. Auch noch ganz interessant, wenn man die Karte einmal umdreht, das haben wir dann an einem späten Abend mal gemacht, aus spaßeshalber, und zwar Nord nach Süd dreht, dann sieht die Osterinsel ein bisschen aus wie das Gesicht von Sid aus Ice Age mit den Vulkanen. das haben wir dann zu später Stunde dann mal entdeckt. Ja, Osterinsel, zu den Moais, den berühmten Steinfiguren, kommen wir gleich. Das ist die Hauptstadt der Osterinsel Hangaroa mit wahnsinnigen knapp 6000 Einwohnern. Das ist dann auch der Haupthafen dieser Hauptstadt. Das ist ein reiner Fischerhafen mit kleinen Fischerbooten. Aber für Naturliebhaber ganz, ganz interessant, weil hier leben die grünen Meeresschildkröten, die man hier auch unter dem Fischerboot sieht. Riesige Meeresschildkröten, die man in freier Natur sehr selten noch zu Gesicht bekommt, weil sie wirklich in sehr, sehr exotischen Teilen nur noch leben. Und die haben sich so ein bisschen angefreundet mit diesem Hafenbecken dort, das ein bisschen geschützt liegt, da sie auch ein bisschen vor Jägern schützt. Und teilweise fällt für sie gerade von den Fischerbooten immer mal wieder was ab, wo sie sich auch von ernähren können. Deswegen muss man nur eigentlich am Wasser sitzen und man kann diese riesigen Schildkröten eigentlich relativ einfach dann auch beobachten. Ja, und warum kommt man auf die Osterinsel oder was kennt man von der Osterinsel? Natürlich die Steinfiguren, die Moais. Das sind ja. Abbildungen in Stein von den Urahnen, die immer an der Küste stehen und im Prinzip in die Insel hineingucken. Tatsächlich ist es aber so, dass die Einwohner die ganze Insel komplett gerodet hatten und dann nichts mehr anbauen konnten und Hunger litten. Und das haben sie dann auf ihre Uhr angeschoben, die ja gar nicht sie aufgepasst haben, obwohl sie ja die Abbilde in Stein von ihnen gemeißelt hatten. Und jetzt passen sie gar nicht davon auf. Und in ihrer Wut haben sie alle Moais umgeschmissen. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist eigentlich die restaurierte Version. Die Originalversion sieht so aus, nämlich Steinfiguren, die auf der Nase liegen. Und das sieht man komplett um die Insel verteilt. Das heißt, sie standen einmal rum oder was? Ja, jeder Strandbereich oder jeder Küstenbereich gehörte so einer anderen Clan, einer anderen Familie und die haben dann ihre Ahnen dort aufgestellt. Und das geht im Prinzip einmal die Insel rum, wenn man so möchte. Was man auch schön machen kann, ist eigentlich auch den, hier sieht man nochmal, wie sie einen vergessen haben. Der wird nämlich tatsächlich aus dem Felsen geschnitzt, diese Steinfigur. Ist nicht mehr fertig geworden. Und was man hier auch sehr schön machen kann, ist Sonnenauf- und Sonnenuntergang schauen. Sonnenaufgang haben wir leider verpasst, wie man hier sieht. Auch eine nette Anekdote.
wir sind auf der Osterinsel gelandet und was macht man? Man guckt aufs Handy, ob die Zeit auf dem Handy stimmt. Mhm. Jetzt hat man natürlich noch chilenisches Netz, das heißt, das Handy zeigt immer noch die Zeitzone von Chile selber an, die aber, ich glaube, 3 Stunden weiter sind als die Osterinsel selber. Also schaue ich einfach, welcher Ort die gleiche Zeit hat wie die Osterinsel. Das war Chicago, denke ich, wunderbar. Stelle ich die Zeitzone ein, passt für mich. Wecker gestellt für den nächsten Morgen. Es war ein Sonntagmorgen, dass wir den Sonnenaufgang mitbekommen. Der Wecker klingelt und es ist hell draußen. Und jeder denkt sich, was ist denn jetzt passiert? An diesem Sonntag hat Chicago auf Winterzeit umgestellt. Ach nein. Damit haben wir jetzt auch nicht gerechnet, aber jetzt wissen wir das nächste Mal, dass wir auch noch checken müssen, wann dann eigentlich Sommer- und Winterzeitumstellung in den entsprechenden Ländern ist, wenn man dann doch versucht, eine andere Zeitzone zu klauen. Ja. Da muss man Sonnenuntergang. Sagen, sehr viel Pech gehabt auf einmal. Ja, um ehrlich zu sein, wenn man sich die Wolkendecke anschaut, hätten wir an dem Morgen wahrscheinlich eh nicht viel machen können. Das stimmt. Ja. Sonnenuntergang, das ist ja das Schöne an einer kleinen Insel, ist dann umso schöner. Einfach auf die andere Seite fahren am Abend und den Sonnenuntergang vor den Moais genießen. Genau. Ja, und auch so ging dann die Zeit auf der Osterinsel vorbei. 3 Tage reichen vollkommen. Man kann natürlich neben den Moais auch noch viele andere Sachen sehen, wie zum Beispiel die Krater von den inzwischen nicht mehr aktiven Vulkanen, wie hier Orongo. Das heißt, es gibt nicht nur Steinfiguren zu sehen, sondern auch noch sehr viel Landschaft, die sehr beeindruckend ist, direkt am Meer. Aber nach den 3 Tagen ging es dann auch schon wieder weiter. Der nächste 6-stündige Flug in Richtung Französisch-Polynesien, Bora Bora. Natürlich ein ganz, ganz landschaftlich ganz, ganz toller Trip, ganz, ganz tolle Landschaft. Wir sind jetzt nicht die Sonnenanbeter und Strandliebhaber, aber wir dachten, wenn wir schon einmal durch den Pazifik reisen, dann müssen wir uns auch mal Bora Bora anschauen. Allein der Landeanflug, den man hier sieht, ist schon ein einmaliges Erlebnis. Es geht weiter, der Flughafenparkplatz hat schon eine Wasserfarbe, die eigentlich eher aussieht wie gemalt. Und so geht es dann auch weiter, wenn man tatsächlich im Hotel angekommen ist. Man sieht das hier ganz schön beim Stand-Up-Paddling. Das Wasser ist so klar, dass man den Schatten des Boards im Prinzip auf dem Boden sieht. Wenn man mit dem Kajak durchs Wasser fährt, dann sieht man, wie die Rochen unter dem Kajak hindurch gleiten, weil das Wasser so klar ist. Absolut. Also die Bilder, die man gesehen hat, so ist es tatsächlich dort auch landschaftlich. Ein wahnsinnig toller Ort. Wir fragen uns zwar immer noch, wie man 2 Wochen dort verbringen kann. Natürlich, wenn man nur nach Französisch-Polynesien fliegt, dann lohnt sich das, einfach wegen der Länge der Anreise. Wir als nicht so Wasserratten und nicht so Sonnenanbeter, war das für uns schön, dass wir dort 3 Tage verbringen konnten, weil eben, wie gesagt, wieder Round the World Trip, dann eben dementsprechend auch... Ich glaube auch 2 Wochen, selbst wenn du kein Sonnenanbeter bist, aber ich glaube, du findest auch da in 2 Wochen genügend zu tun, selbst wenn du dich nicht jeden Tag in die Sonne legst, oder? Und genug zu entdecken. Ja, man kann sich natürlich beschäftigen, klar. Also es gibt Kajak, Stand-Up-Paddling kann man machen. Man kann sich auch mal die Insel anschauen, die ist ja auch bewohnt. Das heißt, man kann auch mal schauen, wie man eigentlich auf Französisch-Polynesien lebt. Ja, eben. Was man auch machen kann, Französisch-Polynesien ist eines der wenigen Orte, wo man auch mit Walen schnorcheln kann. Den Trip haben wir auch versucht. Wir haben leider keine Wale gefunden. Das heißt, man fährt mit dem Boot raus, begleitet von den Delfinen, die direkt vor der Lagune fast auf einen warten und um einen herumschwärmen und versucht dann eben die Wale zu finden, wo man dann ins Wasser springen kann und dann im Prinzip mit diesen riesen Meerestieren dann auch im Wasser unterwegs ist. Wie gesagt, wir haben leider keine entdeckt und es wurde dann trotzdem gesagt, ihr könnt mal hier reinspringen, es ist 6 Meter tief und schaut mal, könnt ein paar Fische sehen. Den ersten Fisch, den wir im klaren Wasser gesehen haben, war dieser 3-Meter-Hai. Ist natürlich ein super Gefühl, wenn man sich eigentlich nicht so mit Tauchen und Schnorcheln auskennt und dann das erste Mal ins Wasser springt und direkt auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Das auf jeden Fall. Und ja, das ist richtig. Man kann auf jeden Fall auch 2 Wochen verbringen. Wir haben auch viele kennengelernt, die dort Inselhopping machen. Französisch-Polynesien hat ja viele Inseln, nicht nur Bora Bora. Deswegen kann man auch von einer Insel zur nächsten hoppen. Ja. Auch noch ganz interessant ist, dass ganz Französisch-Polynesien eine Zeitzone hat. Bora Bora liegt genauso wie die Hauptstadt oder die Hauptinsel Tahiti ganz im Westen. Heißt aber auch, dass die Zeitzone eigentlich totaler Quatsch ist. Die Sonne geht dort um 3 Uhr morgens auf und um 17 Uhr wieder unter. Das bedeutet auch, dass die Läden anders aufhaben. Die Post hat beispielsweise dort von 5 Uhr morgens bis 14 Uhr auf. Das heißt, wir sind eigentlich Uhrzeiten gewöhnt und dort verschiebt sich das alles, weil eben die Zeitzone das ein bisschen anders vorgibt. Dementsprechend gibt es dort auch Frühstück im Hotel von 6 bis um 8.
wo wir in Deutschland denken würden, ja, um 8 Uhr kannst du mal anfangen mit Frühstück, aber um 8 Uhr macht man ja normalerweise nur wegen Geschäftsreisen. Ja. Genau. Ja, und dann ging es auch schon nach 3 Tagen wieder zurück zu diesem International Airport von Bora Bora, der wahrscheinlich auch der landschaftlich schönste Flughafen ist, den ich je sehen werde. Und es ging in den Flieger wieder weiter zu einem Land, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich da auch schon mal schüleraustauschmäßig war, nach Neuseeland. Das heißt, hier ging es nicht darum, neue Länder zu entdecken, sondern eher meiner Frau ein bisschen was von Neuseeland zu zeigen. Deswegen ging es hier 10 Tage über die Nordinsel. Ich werde jetzt natürlich nicht sehr ins Detail gehen, was wir hier sehen, weil Neuseeland ist ein eigener Vortrag wert und haben viele auch schon, denke ich, gesehen. Hier ging es wirklich dann nochmal die verschiedenen Facetten der Nordinsel Neuseelands dann zu entdecken, wie beispielsweise die Coromandel-Halbinsel, die man hier sieht, mit ihrer bekannten Sandsteinküste oder auch ihren dichten Regenwäldern. Von dort aus ging es dann im Prinzip in einer Runde einmal über die Nordinsel. Das heißt, es ging an die Ostküste, in den Ort Napier. Napier ist in den 30er Jahren komplett von einem Erdbeben zerstört worden. Danach musste man die Häuser sehr schnell aufbauen. Das Geld war knapp, also hat man versucht, auch überall zu sparen. Und man hat dann auch die Farben immer gestreckt mit Wasser und Pastelltönen. Und raus kamen im Prinzip diese sehr spannenden, pastellfarbigen Häuser. So ein bisschen Art Deco-Stil, was man auch aus Miami vielleicht kennt. Das hat Napier so ein bisschen einzigartig gemacht. Ein bisschen aus der Not heraus, aber wenn man dort ist, glaubt man so ein bisschen in die 30er Jahre zurückversetzt worden in diesen Art Deco-Stil. Da sind auch immer viele so Auto-Ausstellungen oder Automessen über Oldtimer aus diesen Jahrzehnten, weil das eben gerade so in den Stil passt. Ja, neuseeländische Nordinsel hat natürlich noch mehr zu bieten. Vulkanisches Zentrum, eigentlich ein sehr bekannter Geysir hier, der Lady Knox Geysir, wo tatsächlich Tribünen aufgebaut worden sind, weil jeden Tag um 10.30 Uhr morgens bricht dieser Geysir auf. Man denkt, jeden Morgen um 10.30 Uhr, das ist ja Wahnsinn, wie die Natur sogar Sommer- und Winterzeit miteinander kann. Tatsächlich ist es reine Chemie. Es war früher mal ein Bereich, wo es ein Gefängnis gab und die Häftlinge haben in diesem Geysir versucht, ihre Wäsche zu waschen, weil das Wasser ja an sich schon warm war, haben also Seife reingeschmissen, um ihre Wäsche waschen zu können. Nur, dass die Seife im Prinzip so ein bisschen diese Oberflächenspannung des Wassers aufbricht und dadurch den Geysir zum Ausbrechen bringt. War für die Häftlinge damals nicht so doll, weil die Wäsche dann immer noch nicht gewaschen war. Heutzutage sehr praktisch, weil man dann eben wirklich timen kann, um diesen Geysir-Ausbruch zu bringen. Es ist, um ehrlich zu sein, jedem selber überlassen, ob man das jetzt toll finden soll oder nicht, weil so ein Geysir-Ausbruch ist ja eigentlich ein Naturphänomen, wenn man das jetzt so künstlich herbeibringt. Naja, also das kann man so oder so sehen, um ehrlich zu sein. Ist so ein bisschen, wenn man es tatsächlich mal sehen möchte, Lady Knox ist der Platz, wo man es sehen kann. Aber es ist natürlich auch ein bisschen künstlich herbeigemacht. Das ist so Karl-May-Festspiele halt, ne? Ja, mit den Tribünen auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ja, und so ging es dann auch durch die grüne Landschaft Neuseelands, entlang natürlich von vielen Schafen, die einen begutachten, was man hier eigentlich macht, zurück in die Metropole von Auckland. Noch ein letztes Abendessen. Wir haben uns Monate im Vorher schon einen Tisch reserviert, weil wir nochmal richtig, Neuseeland ist auch sehr bekannt für ihr tolles Wildfleisch. Also wollten wir nochmal schön wild essen gehen, haben das 6 Monate im Voraus einen Tisch reserviert, kamen dann an dem Abend dorthin, um zu sehen, dass dieses Restaurant schon pleite gegangen ist und gar nicht mehr existiert. Da mussten wir uns kurzfristig nochmal umentscheiden für den letzten Abend. Und ja, so schnell können 24 Tage auch vorbeigehen. Am Ende des Tages sehr viele verschiedene Länder, Sprachen, Kulturen gesehen, von Großstädten wie Buenos Aires bis zu exotischen Orten wie der Osterinsel. Aber wie gesagt, es waren eigentlich mehrere Kurzurlaube aneinandergereiht und genau das hat am Ende auch so ein bisschen den Charme ausgemacht, dass wir alle 3 Tage neue Reize bekommen haben, eine komplett neue Umgebung bekommen haben und ja, am Ende diese 24 Tage, das sagen wir heute noch, gut ausgenutzt haben und natürlich auch sehr, sehr viele Erinnerungen mitgenommen haben von diesen 4, 5. Jetzt habt ihr euch ja vorher schon darauf eingestellt, dass ihr alle 3 Tage woanders hinfahrt, also jetzt bis auf Neuseeland mal ausgenommen. Gab es denn einen Ort, wo ihr euch im Zweifel geärgert habt, dass ihr gesagt habt, ach, eigentlich schon schade, dass wir jetzt dann heute schon wieder los müssen, weil hier könnte ich jetzt auch noch 2 Wochen verbringen?
Oder war das so, okay, wir wissen, es sind 3 Tage und dann ist es auch okay und vielleicht kommen wir irgendwann nochmal wieder? Ja, wir sind da sehr pragmatisch oft unterwegs, dass wir wissen, 3 Tage und gut ist. Was wir allerdings nicht gedacht hätten, ganz am Anfang, wir waren nie eigentlich so zu Lateinamerika hingezogen. Also Südamerika war uns, für uns eigentlich nie so ein Ziel, wo wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir unbedingt erkunden. Nachdem wir aber die 3 Tage in Buenos Aires verbracht haben, juckt es uns jetzt schon in den Fingern zu sagen, jetzt wollen wir Argentinien aber wirklich mal richtig entdecken. Weil wir haben natürlich mit der Hauptstadt, wie bei vielen Rundreisen, die in der Hauptstadt beginnen, bekommst du ja immer so einen kleinen Eindruck. Aber die tatsächlichen Highlights, gerade auch landschaftlich, sind natürlich nicht in der Hauptstadt. Und das hat uns jetzt schon so ein bisschen gereizt. Wir hätten nie gedacht, dass wir danach sagen würden, Mensch, wir müssen zurück nach Südamerika. Aber das war eines der Punkte, wo wir sagen, auf jeden Fall, das steht jetzt bei uns noch viel höher auf der Liste. Dann hoffen wir mal, dass ihr da bald hin könnt. Mal schauen, wie sich die Situation entwickelt, genau. Eben. Stefan, ich danke dir sehr herzlich für diesen kurzen Abriss. In 24 Tagen einmal fast um die Welt. Ja, sehr gerne. Was haben wir hier? Und ja, das ist im Prinzip das letzte Bild, was wir geschossen haben. Typisch neuseeländische, das ist ein Monitor vom Flughafen. Statt zu sagen, on time oder Flug ist pünktlich, wird einfach gesagt, relaxt euch, ihr seid pünktlich, es passiert nichts. So das typische neuseeländische Flair nochmal zum Abschluss bekommen. Das war sehr schön. Hat eigentlich sehr viel zusammengefasst. Ich entschuldige mich fürs Husten, danke dir recht herzlich und freue mich sehr auf den Sonntag, denn dann werden wir mit dir nochmal in die Anden wandeln. Genau. Ja, ich freue mich auch. Ich habe einen Rennen ausgemacht, aber das hat nicht funktioniert. In die Anden wandern, so. Und bedanke mich bis hierhin bei dir, wünsche euch allen zu Hause noch einen wunderschönen Donnerstag und wir sehen uns am Sonntag wieder und wir zwei uns auch, Stefan. Genau, bis dann. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. So, ich muss es aber auch noch stoppen hier, das Ganze. Ich sage nochmal Tschüss.